Was würde passieren, wenn wir tatsächlich mal echte News haben, die so einschneidend sind, dass zum Beispiel ein Komet kommt, der die ganze Erde zerstört? Ja, also das ist ja wahrscheinlich das einschneidendste Erlebnis, was wir alle haben könnten, global gesehen. Und es nimmt trotzdem keiner ernst, weil einfach es überhaupt nicht mehr möglich ist, durch den Dickicht der sozialen Medien und der überhaupt der Medienlandschaft Wahrheit von Lüge und Übertreibung von Fakten, Marketing, von Wissenschaft zu unterscheiden. Ja, Longreis, ich habe jetzt mal so ein bisschen Pause gemacht. Bin ja schon seit 5 Uhr wach. So gut 20, 30 Minuten Netflix gönne ich mir dann meistens. Und es gibt da so einen neuen Film, der in Deutschland auf Nummer 1 sofort gewählt Here in wurde. Manchester. Also unter den Top 10 und gleich auf Nummer 1, soweit ich hier irgendwo Randolph. gelesen habe. Der Film heißt Don't Look Up und er spielt mit keinem geringeren als Leonardo DiCaprio. Und das ist ja ein phänomenaler Schauspieler, also absoluter Wahnsinn, der Typ. Und ja, da geht es eben darum, oberflächlich ist es eher so komödial, also eher eine Komödie und dann im Hintergrund ist es sehr tiefgründig. Da geht es auch letztendlich spielen da, also soweit ich es bis jetzt gesehen habe, ich habe es bis jetzt erst zur Minute Randall? Ja, honey. Someone's here. dreiviertel Stunde habe ich geschaut. Also ungefähr ein Viertel der Zeit. Da geht es letztendlich auch um soziale Medien und wie soziale Medien letztendlich auch unsere Gesellschaft prägen und weil die haben letztendlich, ich so viel kann ich schon verraten, die haben einen Kometen entdeckt, der die Erde zerstören kann. Und oder wird mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit. Und der Präsident in dem Fall eine Präsidentin von den Vereinigten Staaten nimmt es überhaupt nicht ernst und so weiter. Und dann auch in den sozialen Medien werden dann diejenigen, die Professoren, die das entdeckt haben, quasi total durch den Kakao gezogen und gar nicht richtig ernst genommen und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr, sehr tiefgründige Kritik eigentlich, was der Film, ich habe ihn noch nicht ganz gesehen, an den Tag legt. Ich bin sehr gespannt, wie er enden wird. Meine Pause ist vorbei, ich muss weitermachen. Und heute Abend geht es noch zum Essen mit familiäres Essen, Weihnachtsessen. Und also letztendlich, wie soziale Medien haben ja letztendlich sehr stark Einfluss auf unser gesellschaftliches Zusammenleben und auch System. Und jetzt über die Pandemie letztendlich ist es nochmal, hat sich das sehr stark verstärkt, weil ja keiner mehr wirklich im realen Leben dann viele sozusagen, also bis hin zu Online-Dating, ja, also dass man quasi alles irgendwie übers Internet macht, über irgendwelche Plattformen und so weiter. Das ist schon ein krasser Verstärker nochmal gewesen oder immer noch die Pandemie, wo ja in manchen Ländern jetzt wieder immer noch, ja, ongoing für ewig. Also ich glaube, in Neuseeland ist wieder ein neuer Lockdown. Na, egal. Auf jeden Fall, das ist schon sehr, sagen wir mal, ein guter Film, denke ich mal. Den werde ich auf jeden Fall noch zu Ende schauen. Lohnt sich wahrscheinlich auch, weil er wahrscheinlich auch sehr, sehr kritisch sein wird. Ja, ich mag immer so ein bisschen kritische Filme auch, die so ein bisschen etwas geistreicheren, tieferen Message verborgen haben. Ja. Und es ist tatsächlich ja so, dass man letztendlich, ich denke mal, dass die Message, die Hauptmessage sein wird, dass man teilweise Fake News gar nicht mehr unterscheiden kann von echten News. Und was passiert, das ist jetzt das, was ich interpretiere, ich habe ja den Film noch nicht zu Ende geschaut, was würde passieren, wenn wir tatsächlich mal echte News haben, die so einschneidend sind, dass zum Beispiel ein Komet kommt, der die ganze Erde zerstört. Ja, also das ist ja wahrscheinlich das einschneidendste Erlebnis, was wir alle haben könnten, global gesehen. Und es nimmt trotzdem keiner ernst, weil einfach es überhaupt nicht mehr möglich ist, durch den Dickicht der sozialen Medien und überhaupt der Medienlandschaft Wahrheit von Lüge
und Übertreibung von Fakten, Marketing, von Wissenschaft zu unterscheiden. Ja, und ich denke mal, das ist schon sehr, sehr ein wichtiges Thema, das uns Menschen globale Ebene auf globale Ebene noch sehr, sehr stark in Zukunft beschäftigen wird. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Wir sehen uns.